Hi und herzlich willkommen zurück hier mit unserer guten Lara. Und ich glaube, ich habe da doch einen Weg gefunden, wo man vielleicht doch weiterkommen könnte. Wo ich mich ja erst aufgeregt hatte, oder was heißt aufgeregt? Dass man ja hier irgendwie nicht weiterkommt. Oder dass das hier alles gewesen sein soll und dann kommt hier bloß ein Kroko. Aber gut, man kann sich hier noch rumhangeln, habe ich dabei festgestellt. Derwegen mal hier rüber. Ach, guck mal. Wo unser Hinweis hinging. Ja, sehr schön. Wäre natürlich doof, wenn wir jetzt da durch. Oder ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel da benutzen müssen, den wir ja gefunden haben. Aber wenn wir das holen. Oder wenn wir jetzt hier hinkommen und. Wupp. Und hier wäre auf immer vorbei. Also. Oder Ägypten. Wäre dann schon durch, aber wir gucken mal, warte mal. Nur vorsichtshalber. Ihr kennt das Spielchen. Ja, hier. Okay, wo sind die Kuschelkatzen? Kann ich da eigentlich hoch? Na, ein Glück. Aber wenigstens die Hangelpartie nicht mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt runter muss. Zu weit. Toll. Okay, hier könnte ich aber hin. Ohne dass mir was passiert. Aber ich lade nochmal. Wir haben ja eh nicht so viel Dings, deswegen. So. Mal gucken. Oh. Oh, warte mal, kann ich von hier oben hoch? Na toll. Ja, um euch kümmere ich mich gleich. Keine Sorge, keine Sorge. Warte mal, war das jetzt dumm? Ach nee, doch, ich kann hier hoch. Ich wollte gerade sagen. Oh, wieder hier fünfmal. Warte, wir haben es gleich. Ich wollte gerade sagen, ich komme der Sache näher. Ich hoffe, die kommen nicht gleich angescheißert. So, hoch mit dir. Nein, bleib doch mal da oben. Glück gehabt. Wollte sagen, jetzt verpieseln sie sich. Warte. Oh, war vielleicht ein, boah, ich wollte gerade sagen, Mühe zu früh. Na komm, nehmen wir. Gerade sagen, komm jetzt her hier. Okay, da haben wir ein Gitter. Da kommen wir nicht weiter. Dings werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Hoch mit dir. Kommt er wieder zurück? Jo. Er ist wenigstens wieder, du kommst wieder zurück. Er kann sich aber auch nicht entscheiden, oder? Meister? Okay, das war zu weit. Nein, oh Gott, das war zu weit. Wow, hoch mit dir. Ich dachte, sie dreht sich automatisch dann um zu ihm. Wir haben es gleich, wenn er wieder zurückkommen sollte. Ist der. Er latscht schon mal da hinten lang. Ah, jetzt einmal. Komm. Geh schlafen. Geht doch. Wie viel gibt's hier von denen? Ist das irgendwo da hinten?
Och, Junge. Kommt er? I don't know. Ich will aber jetzt noch nicht reinlatschen, während der hier vielleicht noch rumstreunert. Da ist er. So. Ich speichere jetzt mal. Ich meine, mehr wie viel werden es doch hoffentlich nicht sein. Ganz wichtig. Jo. Oh, schön. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Haben wir jetzt bloß drei? Drei und eins. Ja, das ist immer noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber egal, ich hoffe mal, die steuern jetzt hier nicht mehr so rum. Hier wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Jawohl. Obwohl das wieder so aussieht, als ob hier gleich irgendwas runtergerollert kommt, ne? Ich kann ja mal gucken, mal antesten. Okay, bis hier noch nicht. Aber ich würde ganz gerne erstmal da, wo die immer hinten rumgelaufen sind, mal gucken, ob die da noch was. Doch, war hier. Ob die hier noch was haben. Oder ob sich hier noch eine versteckt. Oder ob hier noch ein Hebel ist. Löst das die Steine aus? Weil ich dachte, das wäre verbunden. Yo. Okay, jetzt aber flinke Füße. Und wieder auf dein. Ach nee, der lag da. Naja, ich höre sie schon. Die kommen auch wieder her. Na, wo seid ihr denn? Wollt ihr euch nicht zu euren Kumpels gesellen? Da hinten ging es nämlich nochmal lang, ne? Kommen die jetzt von da? Okay, hier ist keiner. Wo habe ich denn die jetzt rausgelassen? Das scheint so wie hoch zu gehen. Warte mal. Ich meine, wir haben ja hier noch einen Hebel. Nee, haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, weil meistens ist es doch irgendwie so, ich löse einen Hebel aus, was falsch, oder wenn ich einen falschen auslöse, dann kommt Viecher. Oh, okay, aber wo muss ich wieder hoch? Die sind oben, ne? Aber von hier aus, wow. Wenn er es zu weit schieben kann ich den auch nicht, oder? Nee. Ach, guck mal, da kommen wir wieder hoch. Oh, Glück gehabt. Oh. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich zu schräg stehe. Wahrscheinlich. Warte. Nein. Oh, Lara. Ja, nur hoch mit dir. Wir haben es gleich. Warte, wenn ich da oben bin, will ich sowieso gleich mal wieder speichern. Weil. Ma. Damit wir das hier nicht fünfmal haben. Hoch mit dir. So. Na, Mann, jetzt. Oh, das sollte aber passen, oder? Das ist nicht zu schräg. Mann, warum sprichst denn du jetzt nach vorne, Frau, ey? Doch, ich hasse das. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit den Sticks spiele. Stell dich doch mal. Geht doch. Gerade hin. Dass ich das nicht gebacken krieg. So, jetzt aber. Also, ich hätte gesagt, dass das da oben ne, das da oben aufgemacht wurde. Wo ich erst lang wollte. Ach, das waren die drei Steine, die wir gesehen haben. Ja, gut, ich sehe sie da rumtigern. Das Problem ist. Ja, das ist das Problem.
Okay, ich kann aber auch. Nein, warum kommt. Kommt die Dauer? Nein! Ja. Okay. Kann ich auch vorsichtig irgendwie. Nee, ich kann nicht vorsichtig durch. Toll. Ja, geil. Okay. Ich hatte ja noch ein bisschen Hoffnung. Also dass es so ein bisschen mit Schräge springe, dass das hinkommt. Wenn ich jetzt wüsste, dass hier nicht. Nein! Ich hasse diese Spiegale. Oder vielleicht sollte ich. Warte mal, wir haben noch gefunden hier. 16. Naja, mit denen geht es ein bisschen schneller. Also auf jeden Fall kommt in der Mitte dann nochmal einer. Aber kommen außen auch. Das ist ja die Frage. Okay, der ist weg. Glück gehabt. Was ich eigentlich machen wollte, ist der hier? Die sind ja beide hier gewesen. Weil hier dürfte mich zumindest kein Dings treffen. Wo ist er denn jetzt? Obwohl, das ging jetzt relativ schnell. War hier nicht ein zweiter? Okay, ich glaube, ich muss über die Hängebrücke da. Und bei meinem Glück fliege ich doch hier fünfmal runter. Ja. Geht aber nicht. Oh Gott, kann ich sich festhalten? Ich wusste schon, warum. Oh, vernünftig hinsetzen hier. So. Was sagen, nicht zu weit. Okay, es ist schon ein Streckchen gewesen. Da haben wir noch was. Da oben haben wir bloß eine Katze. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rüber muss. Machen wir erstmal safe. Okay, das scheint fast mein Ende zu sein. Dem komischen Viech. Aber es ist halt komisch, dass. Wo ist die zweite Katze hin? So. Gehen wir auch nochmal sicher, ne? Auf der anderen Seite hatten wir nämlich, glaube ich, auch noch ein Heilungsding. So. Glück gehabt. Dann komme ich hier vernünftig weiter. Oh, Alter. Warte mal, so. Da kann auch sein, dass ich eh gleich wieder zurück muss, weil ich hier und dann darüber. Oh. Ich hoffe nicht, dass ich runter muss. Okay, da ist aber Wasser. Shit. Au. Ja, toll. Danke. Also keine Ahnung, ob da jetzt noch was gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht lassen sollte. Sollen wir hier Krokus haben? Ja, danke schön. Was hast du jetzt aufgemacht? Hier, okay. Aua! Hoch mit dir. Ich wollte gerade sagen, gut, hier ist nichts. Doch, hier ist was. Lass mich mal in Ruhe. Steig mal da hoch, Frau. Bitte, steig jetzt doch mal. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist doch wahr. Glück gehabt. Obwohl es sich jetzt doch so anfühlt, als ob wir fast am Ende wären. Naja. Aber es ist so, ist ja nicht so, dass wir nicht schon mal irgendwie übergreifend irgendwas gehabt hätten.
Aber liegt das jetzt bloß daran? Ich will noch mal probieren. Jetzt haben wir ja unsere Ruhe. Nö, das geht. Hä? Ich glaube, warte mal, ich gehe mal hinten noch mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen auch da lang. Okay, hier ist nichts. Seltsam. Gut, nein. So, das Übliche. Vielleicht lag es halt wirklich auch daran, dass der T-Shirt uns genervt. Ach, guck mal hier, den. Oh, Alter, toll. Ich würde sagen, nicht die Waffe wegstecken. Mann! Oh, shit. Habe ich zu spät gesehen. Habe ich zu spät gemerkt. Aber wir wissen gleich, was wir rausholen können. Diese nervigen Kackviecher. Obwohl das mit der Magnum, glaube ich, auch ganz gut ging. So, Herrschaften. Was? Vielleicht sollte ich einfach die Uzi nehmen. Und vielleicht, wir haben doch, warte mal, wir haben doch ein paar gesammelt. Ja, komm. Siehst du sogar nicht mal ganz voll. Also, das geht schon. Ach, Koll, jetzt bleibst du stehen, ja? Ich trau dem Ganzen nicht. LOL! So, ich muss eine halbe Stunde gebraucht hätte. Ich habe 32 gefunden, okay. Gut, wir sind aber immer noch in Ägypten. Also, das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie fertig gewesen wäre. Und ich habe wenigstens meinen ganzen Shit auch noch. Also, nehmen wir die. Okay, warte. Ich überlege gerade. Doch, es müsste ja eh ein Level mehr oder weniger noch geben, was wir ganz am Anfang hatten. Da waren wir ja bei irgendeinem komischen Berg oder so. Okay, wir haben ein Kackflatterviech. Oh. Werde ich eingesperrt? Ich weiß nicht, das ist fast ein bisschen. Ja, toll, ja, gut, wenn ich. Ich wüsste doch jetzt schon. Ja. Weg, weg, weg. Mann, Lara, hoch mit dir. Jetzt hör auf, da doof rumzustehen. Jetzt geh doch mal. Meine Fresse. Wo habe ich ihn gespannt? Nee, nee. Bloß weil die da nicht weggehen will? Nee. Ach, übrigens 300, ne? Ach, Scheiße. Ja, ich habe vergessen. Aber egal, wir waren ja eh noch nicht so weit. Ja, toll. Okay. Ich wollte ja einfach was weg. Ne, so ist jetzt nicht. Und sie geht da halt nicht hoch. Bloß weil der so ein bisschen da Pinne dran von der Seite. Ich meine, du kannst auch drüber stehen. Oh, so. Dann nehme ich zuerst das, was näher bei ihm ist, in der Hoffnung, dass er dann einfach rüber. Dann lasse ich den Typen nämlich hier. Oder es liegt halt wirklich bloß an dem EM-Ding hier und er kommt gleich. Nee. Ich muss wirklich alle Bäder nehmen. Und dann aber. Oh Mann, schon wieder! Da hätte ich mir auch bloß die Insel nehmen brauchen. Scheiße. Ach, wie ich die hasse, ey. Oh, ihn erwische ja durch das Dings nicht. Komm ich bis da hoch? Warte mal, vielleicht ein bisschen mehr von hier.
Ja. Ist die ja eh noch immer so geil anstehen müssen. Oh. Vielleicht sollte ich auch mehr auf die gehen, keine Ahnung. Aber ich höre hier was rumflappern, als ob der hier gleich in der Nähe wäre. Really. So. Okay, ich schätze mal, ich muss da hoch, aber ich habe glaube ich an der Stelle hier noch nicht gespeichert, ne? Hoch mit dir. Bleib doch da nicht Ewigkeiten stehen. Ja, na klar. Als ob, du Arsch, Alter. Ist mir jetzt egal, ob ich da Munitionsverschwendung habe. Die können außerdem immer noch angreifen, ne? Wenn die wieder anfangen mit ihrer Scheiße da. Was ist denn der jetzt hier? Drecksack, Alter. Ist doch wahr. So komme ich von hier aus da rüber überhaupt hin. Da ist noch zu, ich glaube. Also ich kann mir vorstellen, ich muss erstmal einen Hebel benutzen, um da irgendwie hinzukommen. Aber ganz ehrlich, ich gehe doch jetzt hier nicht hin und her. Obwohl, hier kann ich vielleicht was ziehen. Ja. Ich habe nichts gemacht. Nicht so weit. Ich immer so nah an die Kante, ey. Okay, wo macht es am meisten Sinn? Ich ziehe mal hier lang. Und werde das dann mal schieben. Ich kann mir vorstellen, dass das so einen Geheimgang freischaltet, aber oh, hoch möchte ich trotzdem nochmal. Nanu. Frau Croft. So, ich schätze mal, hier können wir ins Innere der Pyramide, oder? Oder zumindest das Schalter freilegen. Oder es kommt vielleicht irgendein scheiß Viech raus. Ach so, der war da. Okay, wir haben das freigemacht. Ich will aber mal gucken, ob wir hier oben noch irgendwas haben. Ich glaube, hier dürfte der theoretisch nicht hinkommen. Aha, siehst du. Na komm. Und weiter auch geht's so oder so nicht. Ich denke aber trotzdem, weil ich weiß jetzt nicht, da drüben müsste ich ja auch noch irgendwie hinkommen können, wegen der Muni. Na. Als ob ich da direkt. War da nicht gerade irgendwas mit Katze? Okay, theoretisch könnten die aber wirklich bis da hoch. So, spawnt der Tiger jetzt da wieder oder der. Ja, der spawnt wieder. Ach, die spawnen wieder. Cool. Hält die doch nicht. Als ob der hier hochkommen wollte. Kann der sich jetzt nochmal entscheiden? Der kommt mit der Treppe, glaube ich, nicht so wirklich klar, ne? Ich hoffe aber, ich treffe den auch. Jo, anscheinend treffe ich ihn. Ich geh gleich mal hoch, bevor ich wieder den Scheiß habe von gerade eben. Da können wir nämlich direkt reingehen. Oh, das sind zwei Schlüssel. Also wir kommen sowieso nochmal her. Okay, zwei Schlüssel. Ich kann mir vorstellen, wo einer ist. Ich dachte, die anderen blinden Patienten lasse ich da erstmal. Vielleicht müssen wir uns auch die gar nicht weiter kümmern, solange sie nicht hochgescheißert kommen. Aber dadurch, dass der eine doch relativ hoch springen konnte, na, weiß ich nicht. Wenn die halt bloß Nahkampfangriff machen könnten, wäre das jetzt kein Problem.
So, und bevor ich da runter, werde ich trotzdem nochmal speichern. Ah, toll, da habe ich noch was übersehen. Habe ich gerade gesehen. Nee, werde ich trotzdem nochmal speichern, weil ich kenne mich doch. Ich falle da gleich wieder so rein. Oder vielleicht kommt man darüber an das Ding bloß ran. Habe ich da auch was zum Ziehen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man den Stein ziehen kann. Wahrscheinlich nicht. Also der eine, der da unten ist. So. Ich traue dem Ganzen nicht. Überhaupt nicht. Also, hier, Tür geht auf und Viech steht davor. Okay, vielleicht doch nicht. Gut, einen haben wir, aber wie wir gesehen, also ich möchte sagen, wir brauchten eigentlich zwei. Oh, warte mal, sind wir hier auf der anderen? Ach, siehst du, so kommen wir hier hin. Gut, musste mir aber keine Gedanken machen. Nur leider habe ich die Herrschaften da immer noch. Warte mal. Okay, hat aber trotzdem viel, viel gekostet, gefühlt. Aber da ich mal nicht davon ausgehe, wie gesagt, dass wir hier irgendwelche Endkämpfe haben. Ach, der Deppel der Katze, okay. Ja, sollte das schon passen. Problem ist halt bloß, wo kriege ich jetzt den zweiten Schlüssel her? Von da kamen wir ja raus, ne? Ja. Vielleicht hätte ich den schon haben müssen. Wo flappelt denn der rum? Spiel. Oder geht's hier noch irgendwo weiterhin? Au. Ich trau dem Stein da oben nicht. Toll. Ich meine, nice to have. Aber, hä? Okay, cool. Ich weiß nicht, ob ich die einfach so dann auch triggern kann. Hä, was machst du denn? Ich meine, das ist safe, das nehmen wir mit. Wenn die jetzt einfach so runterkommen, okay, aber ich habe eher das Gefühl, das ist passiert, weil ich... Hä, wo war denn da noch ein... Ich meine, ich brauche es vielleicht nicht unbedingt. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich wollte sagen, der war eh bloß da hinten in der Ecke. Ach, komm schon. Der kam aber, glaube ich, vorhin nicht runter. Also ich probiere es jetzt noch einmal mit den dämlichen Steinen. So. Da runter. Toll. Der kam noch nicht runter. Ja, und das lasse ich jetzt. Weil da sterbe ich 100 Pro. Und wegen dem bisschen Muni. Ich dachte, scheiß was drauf. Hier unten geht es aber auch nirgendwo weiterhin. Also ich kann den Schlüssel oben hinbringen. Dann ja, haben wir, vielleicht geht es da wirklich auf der anderen Seite noch irgendwo weiter. Und ich habe das jetzt nicht gesehen. Ich hoffe nicht, dass ich den Schlüssel verpasst habe, weil dann gefühlt erstmal wieder eine halbe Ewigkeit rumlatschen. So. Okay, da ist Wasser. Ich kann mir schon denken.
Ich kann mir schon denken, wo wir hin müssen. Oder wo der vielleicht liegt. Ja, du musst mich nicht so dezent darauf hinweisen, aber da ich nicht weiß, was uns da erwartet. Ich würde sagen, ich bin hier sehr in der Ecke. Na, wo sind sie? Ich warte nur auf die Krokos. Oh, dachte ich mir, ich tauche mal ganz kurz auf. Hier wartet ja keiner auf mich. Gut. Ernsthaft. Ich wusste nicht, dass das schon wieder auf Zeit geht. Aber mit dem Kroko hatte ich wenigstens recht. Natürlich kam das. Toll. Unten drunter durch. Aber gut, vielleicht können wir es so gesehen dann aussperren. Dann haben wir hier unsere Ruhe. Problem ist bloß. Ach so, jetzt. Ja, toll, jetzt bleibt's offen. Okay. Ich wollte sagen, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Aber kommen wir auch hier wieder irgendwo raus? Ah ja. Okay, hier rüber. Und dann hier. Hier so hin. Okay, das war leicht. Das war leicht. Aber ich will mich nicht beschweren, ne? So, dann hoch mit uns. Rüber, Tür auf und dann mal kicken, was weiter im Tempel ist. Falls im Tempel überhaupt noch irgendwas ist. Also, ja. Irgendwas zum Stibitzen bestimmt. Au. Hier ist sehr dunkel. Heißt das, wir sind durch? Nur vorsichtshalber. Ich weiß nicht genau. Nicht, dass hier doch noch irgendwas kommt. Aha. Toll, jetzt nicht mal sagen können, dass du tot bist. Ich werde vielleicht mal die Fäuste wie Schrot nehmen, wenn das wirklich immer so nah dran ist. So. Ist das nicht der Tempel, wo wir rein müssen? Okay, hier ist noch irgendwie die Tür. Ich kann mir denken, vielleicht. Okay, hier komme ich. Irgendwo hin? Gehe ich jetzt wieder raus? Nee, doch, von hier sind wir gekommen. Lull. Aber ich höre noch ein Viech. Okay, das Viech haben wir. Ich habe das Gefühl, ich müsste irgendwo in der Dunkelheit eigentlich einen Hebel finden. Hier sind wir reingekommen. Oder? Ja. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Jetzt hier auch lang? Nicht so wirklich. Aber ich sehe halt auch nicht. Sieht man im alten Modus mehr? Ne, im alten. Naja, ein bisschen. Halt! Also, ich sehe es nicht. Jetzt hier im alten Modus, da sehe ich was, aber. Keine Katzenaugen? Okay, war der Lichtschalter. Schön. Vielleicht, weil ich in den alten Modus gewechselt bin. Ich weiß es nicht genau. Okay, war nicht hier gewesen. Ich dachte, hier wäre die Tür aufgegangen, aber. Ach, lol. Vielleicht hätte ich da jetzt auch noch eine Trophy gekriegt. Also, wenn ich. Wenn ich das so gefunden hätte. Aber ich habe ja ehrlich gesagt nicht mal den anderen richtigen gefunden.
Egal, lass mal kurz gucken hier. Ja, toll. Oh, hi. Okay, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken, ob es hier noch was Schönes gibt. Wenn wir das fast. Ah. Okay, Strömung ist ein bisschen sehr komisch. I don't know. Komm ich. Weiß nicht genau. Ich konnte auf. Hä? Was machst du denn? Hä? Bleib doch mal oben, Frau. Hä, warum bleibt denn sie nicht oben? Ne, hier kann ich ja nicht hoch. Hä, was ist das denn? Sie taucht instant. Ich mache eine Schleuder. Sie taucht instant wieder ab. Okay, ich versuche da mal mein Glück hier drüben. Aber ich werde halt. Warte mal, gibt's hier überhaupt irgendeine Möglichkeit? Nee. Also hier rauszukommen geht nicht. Glaube ich zumindest. Vielleicht maximal hier an der Seite? Nee. Passt nicht. Aber was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nicht auftauchen kann? Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Ich glaube, das ist schon so gewollt. Aber, hä? Ja, und jetzt taucht sie instant wieder ab. Und hier an der Seite? Das geht. Ah, okay, hier komme ich auch wieder raus. Okay, das war weird. Vielleicht war es doch ein Bug, keine Ahnung. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich wollte hier immer irgendwie so rum. Da mal wenigstens ein bisschen gucken. Guck mal, hier haben wir doch einen Hebel. Ah, okay, und da kommen wir nachher dann hin. Okay, da haben wir noch. Boah, ich wollte gerade sagen, sie wollte schon wieder nicht springen, ne? Hoch mit dir. Okay, das Kroko darf ganz gerne nochmal ankommen. Aber hier, ich glaube, hier wird es nicht weiter mehr geben, ne? Halt, andere Seite. Och, leck mich. Nein, geh weg. Hoch und gleich hoch. Okay. Shit. Lol, mit ein. Okay, aber da war noch ein zweites. Okay, ich muss mich also, wenn ich einen Schalter betätige, muss ich mich beeilen, oder? Nicht rein. Och, Mann, blöde Kuh. Hoch mit dir. Ja. Wo bist du? Ich kann sagen, ich stelle mich jetzt hier hin und warte. Wo bist du? So. Aber muss ich jetzt extra nochmal Bede schalten und dann so schnell wie möglich runter? Nein, aua. Also es kann sein, weil der ist jetzt wieder oben. Nee, geh doch über den. Okay. Glück gehabt. Ach, guck mal. Okay, da wir hier aber noch Muni finden, wird das nicht, glaube ich, nicht so wirklich unser Weg in die Freiheit sein. Ich nehme es mal trotzdem mit. Obwohl ich ganz guter Dinge bin, dass wir hier demnächst raus sein durften. So, wo ist denn hier meine Kante? Da. Und da ist auch ein Schlüssel. Ja. Und die Katzen an der Wand bewegen sich. Oh Gott, das ist ja voll eklig. Okay, das Ding kann ich wieder rumschieben, aber wohin damit? Ich werde mich, glaube ich, erstmal, ich wollte gerade sagen, einer Sache entledigen. Geht ja schnell. Hier noch einen zweiten Schlüssel.
Ich hab's jetzt mal drauf ankommen lassen, ne? Was denn das war? Ist da mal noch einen dritten? Nimm den mal. Geht doch easy peasy so, aber wo war? Wo gehören die hin? Außerdem, wer sagt mir denn, dass es bloß drei sind? Wir hatten ja, glaube ich, schon mal irgendwie ein Rätsel. Hier kommen die nicht hin. Nee. Schon mal irgendwie so ein Rätselräubchen gab, wo wir, glaube ich, vier hatten, ne? Aber im Hauptstil, die wir nacheinander sammeln mussten. Okay, hier ist ne. Aha. Eins, zwei, drei, vier, ja. Obwohl, wollen wir nicht mal da hinten gucken? Hier fünf sogar. Die waren ja relativ einfach. Ist hier hinten in der Ecke noch einer versteckt? Sonst hätte ich gedacht, okay, wenn ich jetzt den aufmache, vielleicht geht da die Tür auf. Sind eh und dieselben Schlüssel. Ich meine, irgendwas muss passieren. Ich hoffe nicht, dass es plus 3 gibt und wir müssen die richtige Kombi so gesehen rausfinden. Aber, ja, ich auch. Ein bisschen zu viel verlangt. Problem ist jetzt halt bloß, wo sind die anderen drei? Die anderen beiden, so. Weil ich habe ja ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass da eine Tür oder sowas auf. Toll. Da ist noch jemand, wie. Ach, warte. Ich bin ja einfach so durchgeschwommen, ne? Nee, warte mal, der. Doch, müsste hier sein, oder? Jo. Es kommt komischerweise keiner. Aber gut, ich sag mal so, den hätte man übersehen können, ne? Also, bei dem Ehen, ja gut, das war ein bisschen dumm von mir. Aber wir sollten theoretisch alles haben. So. Oh. So. So. Da ist noch kein. Bin ich auf der falschen Seite? Ich bin auf der falschen Seite. Besonders fünfmal denselben Schlüssel. Theoretisch sollte er reichen, dann hast du eh einen Schlüssel, dann kannst du alle fünf damit aufmachen. Wie so ein Generalschlüssel. Warum die jetzt einfach mal? So, bricht jetzt die Hölle los? Ich hab jetzt. No. Wie ne? Ich habe alle fünf benutzt, Mann. Ah, okay. Entschuldigung. Aber erstmal große Fresse haben. Okay, da unten könnten wir noch Heilung holen. Ich glaube, hier oben. Nee. Wir müssen mal gucken, ob da noch was ist. Müssen, glaube ich, so oder so runter, ne? Ah. Ja. Aber was gehen sollte? Ich wollte gerade sagen, wo ich nah genug dran bin. Hier haben wir auch ein bisschen was verballert. Deswegen die zwei gönne ich mir mal. Nur wohin? Da oben? Hätte auch gleich wieder eine Falle sehen können, ne?
Oder dass da wieder irgendwelche Stacheln sind, dann bin ich wieder tot. Okay, das ist oben, also müssen wir jetzt bloß, in Anführungsstrichen, wieder nach oben, ne? Hier komme ich nicht hoch. Ne. Na toll, okay, sie muss ja unbedingt sliden. Ich wollte eigentlich genau so rüber. Wo ist denn jetzt? Hier, genau. Dahin. Können wir hier weg? Hey, du springst. Ich wollte gerade sagen. Gut, Türe wieder zu. Nächster Gefangenenraum. Was haben wir hier oben Schönes? Gar nichts. Okay, vielleicht auf der anderen Seite. Wäre auch zu viel verlangt. Okay, wo ist Hel Hebel? La Hebel? Nee. Auch nicht. Also zumindest habe ich nicht gesehen. Da haben wir, das ist sehr schön, aber ob wir das überhaupt noch brauchen werden, ist fraglich. Okay, das Ding ist, ich muss halt auf schnellsten Wege wieder zurück. Ich habe auch, glaube ich, schon gesehen, wo, aber ich weiß halt nicht, ob die Luft ausreicht. Zumindest hier durch. Lara. Bitte. Und waren wir hier nicht dann? Ah, okay, gut. Waren wir zwar, glaube ich, nicht. Aber Hauptsache erstmal nicht sterben. Es sah mir zumindest so aus, aber ich glaube, hier ist eher so für noch mehr Muni. Ach, toll. Kollege. Immer rechts rumgeschwommen. Ich müsste ja theoretisch dann wieder hier rum zurückkommen, oder? Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nee, ich dachte schon, da unten wäre noch was. Okay, hoch mit dir. Hä, hallo, Madame. ja, doch, das wird die Tür. Das ist doch wieder so ein Galoppel, Heinz. Also ja, ich habe die Uzi, damit soll es schnell vorbei sein, aber... ja. Oh, habe ich die Uzi nicht? Stimmt. Naja, gut. Und ja, nicht auf den schießen, der nah an dir dran ist. Das Schöne ist wenigstens schon mal, dass die nicht explodieren. Okay, keine Ahnung, ob es da in mein Verderben geht. Warte mal. Oder ob das hier bloß immer so runter rumgeht. Okay, viele Hebel drücken, komische Viecher freilassen. Okay. Ich weiß gerade wo. Ich weiß gerade nicht. Ja, mein Freund, ich habe dich schon gehört. Und wie er sich schwindet. Aber. Okay, vielleicht kriege ich noch Uzis, ne? Vielleicht habe ich die auch gar nicht übersehen. Frage ist natürlich, ist das jetzt hier? Nee, eigentlich nicht. Weil hier schlitter ich ja automatisch wieder runter, ne? Okay, doch nicht. Frage ist bloß, bin ich hier richtig?
Ja gut, hier komme ich wieder zurück, aber... Oh, warte mal, hat sich hier vielleicht... Ich meine, ich habe ja gespeichert, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn es nicht, wenn es nicht der Fall ist, wenn ich nochmal irgendwo anders oben hin muss, dann lade ich halt einfach. Aber ist das vielleicht... Ich hatte... Hatte ich nicht zwei Türen gesehen gehabt? Die hatten wir aufgeschlossen. Also das war die, wo wir durchgekommen sind hier, ne? Möchte ich beide sagen. Jetzt ist die zu. Hä? Haben wir hier irgendwo noch eine andere Tür? Ich weiß halt nicht, ob das hier in dem Raum war. Ansonsten, wie gesagt, lade ich gleich nochmal. Muss mal gucken, ob sich das hier irgendwo aufgetan hat oder nicht. In der Ecke war auch nichts. Lol. Oh, die sprachen noch davon. Frage ist, wie viel haben wir? 300. Ist jetzt nicht so viel. Ich rüste schon mal aus. Oh. Wollte es bloß ein bisschen heller kurz haben. Mach den hier. Bitte nicht. Schwein gehabt. Bitte nicht. Haben wir hier ausnahmsweise doch einen Endkampf? Okay, da wäre theoretisch noch eine Türe. Es ist halt immer bezeichnend, wenn man so viel Zeug kriegt. Aber wo wir im Dings waren, hier Atlantis noch. Wirklich einen Endfight hatten wir ja nicht. Ist hier noch mehr Shit? Nee, ne? Ich sehe zumindest keinen. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir... Okay, da ging die Riesenkatze lang. Was habe ich eigentlich ausgerüstet? Okay. Nee, Schnauze. Na toll, es war so klar. Ich will mich darum aber gar nicht kümmern, um ehrlich zu sein. Da drüben hatte ich noch was gesehen gehabt. Frage ist bloß, ja, komme ich einfach da so hin, ohne dass die mich... Warte, 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 warte. Ja, es geht nämlich schon wieder so los. Dass die mich irgendwo in die scheiß Seite reindrücken, wo ich da wieder nicht rauskomme. Verpisst doch euch mal. Alter, ich bin fast tot. Nein, hört doch mal auf. Lara, was machst denn du? Wäre das das Ende gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mich auch einfach irgendwo hinstellen sollen und dann ist gut. Dreck, ey. Obwohl, ich kann mir ja... Ich nehme die Uzi. Ich meine, genug Muni haben wir jetzt dafür. Ich kann ja mal gucken, wo ich ein schönes Plätzchen habe, wo ich mich hinstellen kann, dass wir vielleicht safe sind. Also, dass ich da auch nicht runterrutsche. So. Ja, doch, 700, 2000. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also hier oben würde auf jeden Fall gehen. Und da auf dem Stein eigentlich auch. Nicht, dass es das schon gewesen ist. Okay, kam bloß zwei. Seltsam. Ich bin auch irgendwie davon aus... So, weiter. Irgendwie davon ausgegangen, wenn ich auf den Stuhl hier hüppe oder... Genau, wir müssen zum Stuhl. Genau, Stuhl ist Beste. Nee. Warte. War wo irgendwas? Nee, ne? Jetzt bloß zur Katze. Ah, na geil.
Also ich kann schon vorstellen, wo wir da gleich hinspringen müssen, aber oh. Okay, ich versuch's einfach mal. Nein, man kommt gegen die Decke. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, man springt gegen die Decke. Shit. Ich wollte es bloß noch mal zeigen. Nein, ich bin ja auch nicht gesprungen. So, lass mal kurz hier. Sagen, das sah relativ safe aus. Oder hätte ich einfach runtersliden können? Ich hätte, glaube ich, einfach runtersliden können, oder? An der Seite? Warte mal. Darf ich den Boden nicht berühren? Ist es das? Also, dass ich schon hier lang gehen muss, aber ich darf den Boden halt einfach nicht berühren. Weil der Boden ist Lava. Alter, ein Glück. Okay, ich kann mich hier festhalten. Cool. Aber okay, der Boden ist Lava. Warum ist sie jetzt da durchgeglitscht? Mit DF? Warte. Also ich glaube, den Anfang zumindest von dem richtigen Weg habe ich ja. Das war zu kurz. Kriegen wir hin. Problem ist bloß, ich muss langsam pinkeln. Nein. Aber gefühlsmäßig ist es der richtige Weg. Ich weiß bloß nicht, warum die Kamera dann jedes Mal umschwenken muss. So. Hä, schon wieder? Wir haben es gleich. Hoffe ich. Okay, warte mal. Es wird jetzt bei jedem Step sein. Jetzt habe ich da irgendwie durch die Wand. Boah. Okay, das war knapp. Aber wir sind gut dabei. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ich drück nach oben und ich drück X. Eins von B wird da wohl funktionieren. Sag schön, dass man jetzt auch gar nichts gesehen hat. Wie gesagt, bevor wir das hier fünfmal machen müssen. Oder zehnmal. In meinem Falle wohl eher. Ich meine, ja, cool. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wir könnten auch hier irgendwie rumhangeln. Aber jetzt hangelt sie sich auch. Okay, sie hangelt sich dann nicht um die Seite. Warum kann ich mich dann hier hangeln? Also ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite noch irgendwas ist. Oder ob sie sich das. Warte mal, kann sie sich da hochziehen eigentlich? Lass mal gucken. Jo, geht. Okay. Dann ist das der safe Weg. Tag, Katze. Ja, cool, aber wo hat sich jetzt das aufgemacht? Ach, lol. Yeah.
Ja, genau, da. Greif da. Schieß auf das Viech, was dir am wenigsten Schaden macht. Hä, was denn? Ich kann sagen, Alter, das wird doch langsam mal tot sein. So ein blödes. Nee, da ist zu. Der anderen Seite vielleicht offen. Auch zu. Ich meine, schön, dass man hier rein kann, aber hier. Wo, hä, hier ist alles zu. Okay, nee, einfach hier rein nicht. Also, vielleicht kann ich es einfach nicht sehen, weil ich zu weit unten bin. Nee, hier geht's definitiv nicht. Ich kann mir hier auch keinen Kopf einhauen. Und einen Schalter sehe ich jetzt hier gerade. Gut, vielleicht geht's da lang. Und vielleicht sollte ich auch erstmal die Uzi, falls dann doch mal. Obwohl, hier haben wir auch nicht mehr so viel. Die Sache ist, ich bin mir. Toll. Obwohl es bloß eine Kugel gebraucht hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn es noch ein Level gibt, dass wir sowieso wieder bei Null anfangen. Deswegen ist mir das jetzt von der. Oh, toll. Von der Muni her relativ ritze. Lol, jetzt kann ich dahin. Aber mein erster Riecher war schon mal gar nicht so falsch gewesen. So, warte mal. Ja, ab zur Seite. Oh Gott. Also ich hoffe nicht, dass das wieder was auf Zeit ist. Bei meinem Glück schon. Weil ich hier wieder rumeidel und nicht weiß, wie ich hier reingekommen bin. Jo. Yay, es geht weiter nach oben, oder? So, zumindestens an einer Ecke so aus. Okay, ich kann leider nicht weiter nach oben gucken. Okay, vielleicht habe ich mich zu sehr auf das in der Mitte konzentriert. Hä, was war nu? Das Spiel verwirrt mich. Merkt man vielleicht ein bisschen. Ja, noch vorsichtshalber. Hier kommen doch bestimmt wieder irgendwelche Krebelviecher. Bin ja bloß mal gespannt, ob wir Frau Katze langsam mal treffen, ne? Okay, da geht's schon mal nicht hoch. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, hier wird gleich wieder Vieh zurückkommen. Ungeil. Nein. Warte, warte, warte. Nein, mein falsche Taste. Mann, Dreck. Ja, das war jetzt mein Fehler. Wo habe ich das letztes gespeichert eigentlich? Oh nein, jetzt müssen wir. Hier habe ich zuletzt gespeichert. Mann, verpiss dich! Oh nee. Ich bin eh fast tot und das blöde Krepelfiech ist mir immer noch auf den Fersen. Oh, Dreck. Ach, jetzt kommen wir auch natürlich. Jetzt kommen sie alle. Ich glaube, das will ich. Ich weiß halt nicht, wie lange es noch geht. Deswegen würde ich sagen, dann das machen wir morgen weiter oder bis gleich, je nachdem. Also. Hi, da bin ich wieder. Jo, ich habe jetzt mal die. Oh toll, hier sind ja noch mehr Schalter.
Also jeden erstmal runterdrücken. Ich habe mir erstmal die Freiheit genommen, das Stückchen da zu spielen. Okay. Oh. Lol, warum hat denn der mir jetzt am Ende nochmal so viel abgezogen? Naja, auf jeden Fall, ich habe das Stückchen jetzt am Ende nochmal gespielt. Toll, ich habe das noch eins. Nee, warte mal. Und habe dann hier vorgespeichert. Natürlich, super. Ach doch, warte mal, hier sind wir ja trotzdem rausgekommen, ne? Aber auf welcher Suche war ich? Da wären wir auch reingekommen. Da kommt aber wieder so ein komisches Viech raus. Ich habe nämlich schon wieder instant vergessen, wo wir gestorben sind. Sache ist. Komm, nee, wir kommen hier nicht hoch. Ich wollte gerade sagen. Kollege. Genau, wegen dem sind wir, glaube ich, gestorben, ne? Wo ist denn der jetzt? Warum ist denn der jetzt da hinten? Oh. Ja, stimmt, ich habe das geschoben und dann kam der. Mach mal hin, bevor der wiederkommt. Hä, warum hört sie auf zu schießen? Alter, wirst du langsam mal sterben, Alter? Was zum Fick? Was war das denn jetzt gerade? Ich habe jetzt bloß die große Katze gehört. Oh nein. Oh nee. Waren das manchmal zwei verschiedene? Warte. So. Und das übliche Spielchen wieder. Und langsam habe ich doch das Gefühl, ich sollte vielleicht ein bisschen sparsamer mit der Muni sein. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, das hat funktioniert. Bevor ich den Gang halt jetzt nicht mal gehen muss. Okay, da ist zu. Hier um die Ecke ist auch nichts. Aber irgendwo muss da noch eine große. K Oh nein, Alter. Ach, das sind nur noch zwei davor. Oh, toll. Ja, toll, hier schieße ich aber gegen die Wand. Obwohl, warte mal. Ja, als ob du mich da jedes Mal triffst, du Arsch. Wo ist denn der andere? Der war doch hier. Okay, weg. Wo ist der andere Drecksack? Auch weg. So, jetzt habe ich mich aber hier gar nicht weiter umgeguckt, wo ich vielleicht mal hier hinkommen könnte. Weil ich glaube nicht, dass ich runter muss. Die sind ja auch nicht umsonst. Ja, vielleicht sind sie doch umsonst hier, aber. Oder hätte ich hier rüber irgendwie weiter hochkommen können? Oh ne, warte mal. Ah! Okay, mir.
Ich wollte gerade sagen, mir ist nichts passiert. Ist, glaube ich, nochmal für die Uzi ganz gut, für später vielleicht. Aber wird dann doch nicht, ja, vielleicht doch nicht der Gang gewesen sein, wo ich die Hoffnung hatte, dass wir dann mal weiterkommen. Wohl da oben geht's noch lang. Ah. Oh, alter Kamera. Hör auf mit dem Dreck. Ich hasse das. Ah, easy. Wir müssen da oben hin, oder? Ist, glaube ich, machbar. Ja, ist machbar. Gut. Kann ich? Oh. Ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Aber wir müssten ja eigentlich da. Oh nein. Glück gehabt. Er wollte gerade ansetzen. So, ich schätze mal, da oben müssen wir hin. Von der Katze oben aus. Warum ist denn der Tiger da? Also vielleicht gibt es da noch einen Zwischenstep. Okay, ungünstig. Aber direkt hier drüber. Obwohl, das schmiere ich halt auch ab, ne? Ist nur wegen dem Ehenviech. Okay, das geht. Toll. Nicht, dass sie. Ah, toll, von der. Jetzt muss ich wieder komplett der Runde rumlatschen, ne? Moment, da sind wir hochgekommen. Ich weiß halt. Oder sind wir hier hochgekommen? Ich weiß halt nicht, ob es da eine Möglichkeit gegeben hätte, von der anderen Seite irgendwie hoch runterzukommen. Also da, wo das Maul jetzt quasi ist, wo unser Freund gewartet hat, der ist ja nicht umsonst da. Oder muss ich. Warte mal, steck mal hoch hier. Mich runterfallen lassen? Glaube ich fast auch nicht. Ja, vielleicht können wir da oben laufen. Ich probiere es mal. Ich probiere es einfach mal. Und wenn das nicht funktioniert, na dann irgendwie. Weiß nicht, dass ich mich da langhangeln müsste, theoretisch. Das ging. Nicht wieder zu weit. Nicht zu weit. Ach, ich hasse das. Ach, toll. Ey, ich konnte mich nicht mal umsehen. Vielleicht mit einem kleinen Sprung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich springe dann hier an die Seite ran und dann macht sie wieder. Oh, lol. Als ob. Okay, ich habe mich jetzt extra nicht bewegt, weil ich kenne mich doch, dann wäre ich wieder hisselig. Wo bist du, Sack? Ja, kannst doch stehen bleiben. Ist mir jetzt relativ egal. Wir sind da, wo wir hinwollen. Okay, die Zunge hat sich ausgefahren. Das heißt, wir kommen jetzt in Le Katzerei, aber von wo? Oder kann ich einfach hier. Ah, okay, ich kann einfach hier. Ach so, das ist ja. Okay, Frage ist jetzt natürlich.
Kann die Kamera sich mal wieder beruhigen? Bitte, danke. Okay, da fahre ich bloß in die Tiefe. Ob wir jetzt mit dem Katzentempel fertig sind oder nicht. Okay, so wie es aussieht, noch nicht. Ich spring mal zu. Lol, so viel dazu. Oh! Und das scheinen dann unerledigte Angelegenheiten zu sein. Also, ja. Waren es, ich weiß gar nicht, waren das jetzt 4 Folgen? Ich glaube ja, ne? 3 oder 4 Folgen. Ich hätte sogar gedacht, dass ich sie sogar noch länger brauche. Ja, wie das Hauptspiel schön, aber manche von den Viechern sind halt echt so. Und wenn das jetzt 4 Stunden waren, also 4 Folgen, also knapp nochmal ein Drittel obendrauf, gratis. Eigentlich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es damals auch schon so war oder ob man sich da auf schwer durchkämpfen musste, dass man das nochmal bekommen hat oder so. Weil es DLC kannst es ja, ne, kannst ja so dann nicht geben. Also damals auf PS1 zumindest nicht. Da habe ich mich jetzt nicht schlau drauf gemacht, aber egal. Ja, das war jetzt dann dementsprechend wirklich Tomb Raider 1. Natürlich 2, 3 Remastered und alles, was danach kommt, kommt irgendwann auch noch. Aber als nächstes, so zumindest hier auf dem dritten Spot, kommt dann erstmal der erste Teil von einer anderen Serie. Aber das wird erstmal noch, denke ich mal, ein bisschen dauern. Weil aufgrund dessen, und da ich ja, naja, die Renderzeit bei den Folgen jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt immer länger dauern, weil ich da ein bisschen was geändert habe, ist so ein bisschen das Streaming ein wenig hinten runtergefallen. Sonst hätte ich das mit den Folgen irgendwann nicht mehr so geschafft. Es kommt auch manchmal auf die Spiele drauf an, wie sehr die bocken, sage ich mal. Und wenn du halt ein Spiel dabei hast, was du jetzt halt angefangen hast, dann willst du irgendwie zu Ende bringen. Aber das bockt halt nicht so übermäßig dolle. Er setzt sich da halt auch nicht so gerne ran. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Und das hatte ich jetzt zumindest. Dementsprechend plane ich erstmal, dass er erstmal mit den Streams erstmal ein bisschen öfters wiederkommt und dann kommt, wenn ich mit den, na, wie ich es vorher auch schon gemacht habe, wenn der Abends- und Nachmittagsspot sehr gut besetzt ist, sage ich mal, oder ich da viel vorproduziert habe, dann kommt als nächstes dann wieder irgendwas Drittes auf dem Kanal. Aber wie gesagt, das kann erstmal noch ein bisschen dauern. Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt und wir sehen uns dann bei was auch immer wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.